Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Button Kaitos mit mir, Semni. Und nachdem ich ja letztes Mal bewiesen habe, wie gut ich dieses Spiel noch kenne, machen wir jetzt einfach weiter und gehen nach Perka, die historische Hauptstadt. Oder in die historische Hauptstadt, Perka. Look at that. I need your help to take out Giacomo. Back me up, okay? Gut. Da sind wir wieder geschehen. Naja, warum ich? Ich habe eigentlich nicht so viel außer mich. Nee, ich unterstütze Kellis. Wait a minute. You're still acting a little strange. I'll tell you again. Just remember. The Guardian Spirit's power in battle depends on its relationship with the one it's guarding. I'm talking about trust here. If it's lost, in other words, if I no longer trust your advice, your powers won't be as effective in battle. I do trust you, and find your advice helpful, but this won't work unless our trust is mutual. Okay? When you have advice for me, think about how it might affect our bond. A healthy bond will help us fight our enemies in the long run. You see what I'm saying, right? Natürlich, klar. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin mein ganzes Leben lang Schutzgeist gewesen. That's the spirit. Let's get going. Da habe ich gerade die englische Version sehr schön. Seinem Schutzgeist zu sagen, that's the spirit. Siehst du Muster hier auf dem Boden? Unser Lehrer meint, diese Muster haben vielleicht eine besondere Bedeutung. Sind sie nicht unglaublich? Ich muss darüber einen Aufsatz schreiben. Oh, armes Mädchen. Ich soll die Hausaufgabe über alte Zivilisationen schreiben. Bei der Suche nach Spuren habe ich auf dem Boden etwas Seltsames gefunden. Ich brauche es nicht, also kannst du es haben. Und Pixis. Nein, ich habe dir vorhin schon einen Bergapfel gekauft. Dieses Kind ist völlig verzogen. Es hat nur Spielzeug, Süßigkeiten und Bergäpfel im Kopf. Warum ist sie so egoistisch? Was habe ich nur falsch gemacht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, hier sind ziemlich viele Leute, mit denen man reden kann. Und viele von denen könnten eventuell Questgeber sein. Oder einem was schenken, wie eben schon die mit dem Sternenkarten-Magnus. Leute, ich traf einen Glücksspieler. Hier, der sagte, es sei erst vor wenigen Tagen aus einem Dorf hierher gekommen. Ein richtiger Bauerntippe war das. Ich habe gesehen, wie er beim Spielen alles verloren hat. Oh, guck mal, Freunde von Niemal? Ich mische mich mal jetzt nicht in diese wahnsinnig intellektuellen Gespräche ein. Aber irgendwie, da hätte ich mir jetzt gerade zum Beispiel eine Vertonung gewünscht an der Stelle. Wäre sehr niedlich geworden. Lodo und Dolph, was ein Volltrottel. Was ist ein Feigling. Ein Jammerlappen, ein. Hör doch mal auf. Es könnte dich jemand hören. Du hast einen zu viel, du hast einen zu viel über den Durst getrunken. Ach, halt die Klappe. Es ist alles seine Schuld. Rodolfo legt den imperialen Truppen die Stiefel. Ein Wunder, dass sie uns herumkommandieren. Hör auf damit. Dass wir in Frieden leben, haben wir Lord Rodolfo zu verdanken. Das solltest du wissen. In Frieden? Seit wann bezeichnet man eine Besetzung durch imperiale Truppen als Frieden? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich ihm aber leider auch nicht beantworten. Aber ich könnte ihm einen leeren Magnus geben oder ihn einen leeren Magnus sperren. Das wäre noch eine super Variante. Hast du gesehen? Die Fieslinge, die mit dem Schiff gekommen sind?
sind richtige Tiere. Schon mal im geringsten Anlass werden sie aggressiv. Die Typen machen mir richtig Angst. Wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du ihm aus dem Weg gehen. Schon das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass wir Besuch vom Imperium bekommen. Am ersten Besuch kam ein kleines Schiff. Die haben vielleicht nur die Lage erkundet. Aber dieses Mal sind riesige Schiffe gekommen. Was haben die nur für ein Interesse an uns? Vielleicht haben sie Schätze einer verlorenen Zivilisation gefunden. Ich rede mal kurz noch mit den imperialen Truppen, also zumindest mit ein, zwei von denen, und dann suche ich mal ein bisschen. Moment. In der Holzkiste stehen leere Flaschen. Okay. Hi. Was ist mit dir los? Noch nie die imperialen Soldaten gesehen? Hast du gedacht, wir trinken nicht, oder was? Okay, ich glaube, das wird nicht sonderlich aufschlussreich werden. Ich werde mir die Stadt wahrscheinlich offscreen nochmal angucken und hoffen, dass ich irgendwas Questartiges finde. Aber erstmal widmen wir uns der Hauptaufgabe. Wobei, du könntest noch was Interessantes erzählen. Du bist bestimmt auf Reisen. Willkommen in Perkat, der historischen Hauptstadt. Dies ist die reichste Stadt in Saddle Suit. Du findest hier eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten, ein Magnusladen und ein Lokal. Alles leicht zu Fuß zu erreichen, praktisch, nicht wahr? Wenn du den Hügel hinauf immer geradeaus gehst, kommst du zum Herrenhaus. Und auf der anderen Seite ist der Telefonmast, der ist auch eine Sehenswürdigkeit. Wir sind nämlich in Rendsburg. Mist, nein. Wo der Lord unseres Landes residiert. Im Moment sind Gäste vom Imperium zu Besuch. Daher sollst du besser einen Empfehlungsbrief haben, wenn du hinein willst. Oder dir mit deinem Schwert den Weg freihauen. Du verkaufst Äpfel? Hallo, da. Okay. Vor kurzem habe ich gesehen, wie ein riesiges Schiff auf das Herrenhaus zuflog. Ich möchte halten, dass es ein imperiales Schiff war. Der gesamte Ruhm war mit Glitzer und Gold überzogen. Eine einzige protzige Geschmacklosigkeit. Ups, da hätte ich vielleicht nicht sein sollen. Vergiss bitte das, was du gehört hast, ja? Alles klar, Mann, Frau, ich bin mir nicht sicher. Ich brauche gar nicht gucken, ob irgendwas Namensähnliches dort stand. Oh, Luten! Ein Wasserkrug. Wolken und Gärten. Die neue Blumenpracht. Das Bücherregal ist voller Bücher über Gartenbau. Das Bücherregal ist voller Bücher. Oh nein! Auf den Tellern stehen Daten in kleiner Schrift. Auf jedem Hochzeitstag kommt ein weiterer Teller zu unserer Sammlung hinzu. Ist ja romantisch. Teller. Sammelteller sind ordentlich gestapelt. Ich will was haben. Irgendwas. Gib mir was. Überall liegen Gemüsereste und Brotkrümel. Hier hat offenbar jemand Essen zubereitet. Es ist sehr warm. Ein Kamingitter verhindert, dass du an die Flammen kommst. Oi. Riesiges Schiff. Manche behaupten, es wäre ein imperiales Schiff. Liegt am Herrenhaus des Lords an. Es muss eine machtvolle Persönlichkeit gehören. Vielleicht ist sogar das Schiff vom Imperator Gerblam. Den kann ich echt nie richtig aussprechen. Ich weiß nicht, wie amerikanisch man den aussprechen müsste. Das selbst wenn es nicht dem Imperator gehört. Eine sehr wichtige Person sucht zurzeit diese abgelegene Insel. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Nö, hier ist nur jemand, der eventuell Stunk machen könnte, weil ein Mädchen entführt wurde, das er gar nicht kennt. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier ist noch eine Seitengasse. Nee, hier ist der Hafen. Oh, mein Mann. Mädchen mit Armband. Wie traurig dreinblickender Mann neben mir ist mein Papa. Er ist in letzter Zeit richtig unglücklich. Aber vergessen wir Papa. Es heißt, dass es immer auf dieser Insel glückbringende Elfenblauvögel gibt. So einen hätte ich gern. Versprichst du mir einen zu bringen, falls du einen finden solltest? Oh. Quest. Hallo. Ich glaube nämlich, die beiden gehören auch zu einer Quest, an die ich mich noch zu erinnern wage. Was soll ich machen? Ich kann schon was hören. Auch wenn ich nur ein Pflegevater bin, bist du immer noch mein Sohn. Das ist bestimmt die schwerste Prüfung meines Lebens. Was soll ich nur machen? Ja, so klang er garantiert. Also, ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall irgendwann was mit dem Schiff machen können. Reisende, ich gebe euch einen Rat. Kommt nicht auf die Idee aus eigener Kraft nach Diadem zu fliegen. So haben wir alle Schwingen, aber es ist nicht möglich, damit von Insel zu Insel zu fliegen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Herzen schwächer geworden sind und somit auch unsere Schwingen. Jedenfalls, wenn ihr nach Diadem in das Land der Wolken
wollt, solltet ihr mit dem Express fliegen. Es steht direkt vor ihm. Okay, das ist ein Express-Schiff. Es ist eine Art, ja, Luftfisch oder Himmelsfisch, der ist, an dessen Körper man das anscheinend anbringt. Und es ist ähnlich wie, wenn ihr das kennt, die Mora aus Farscape. Das lebendige Schiff. Ja, ist unwahrscheinlich, dass ihr es kennt. Hallo Reisende. Oh, die Hände sieht ganz anders aus. Einkaufen, gucken wir mal. Verkauf habe ich noch. Fotos. Ja, ich habe ein Foto. Das sieht perfekt aus, das Bild. 105. Schicksalsflamme. Nee, das dürfte noch ein bisschen besser werden können. Und hier haben wir Flammschwert, Kettenpanzer. Wäre eine Idee wert. Narzmantel wäre eventuell auch eine Überlegung wert, aber nicht jetzt. Deswegen werde ich einfach mal... Also die Sache ist die, man braucht fast nie die Magnus kaufen. Außer eventuell Heilgegenstände. Und mit denen werde ich mich jetzt auch wieder eindecken. Denn man kann nie wissen, wann man sie braucht. Alles andere ergibt sich meistens. Man findet so viel, man bekommt so viel aus Kämpfen, dass es eigentlich nicht nötig ist. Ganz einfache Sache. Vielleicht ist das auch bloß eine ganz eigene Einschätzung. Das kann natürlich auch sein, das gebe ich mal zu, aber... Ja. Also, wir haben ja gerade das Mädchen gesehen, also wenn ich jetzt in dieser Folge es noch nicht schaffe, zum nächsten Storypunkt zu kommen, was der Fall sein dürfte... Hey Chef, hier drin findest du nichts zu Interesse. Es gibt keinen Grund für dich, hier herumzuhängen. Warum gehst du nicht einfach? Stimmt, ja, ich erinnere mich an was. Wie gesagt, da ich es wahrscheinlich nicht schaffe, werde ich dann mir die Vögel holen und eventuell auch noch ein bisschen feuern, um die Kiste im Wald zu holen und die Quest bei den Mädchen zu machen. Also ich werde euch dann sagen, was in der Kiste war, denn wie gesagt, ihr müsst euch nicht nochmal den Wald angucken, seien wir mal ehrlich. Findest du das Bild an der Wand da drüben? Das ist meine Frau. Schön, nicht wahr? Sie hält mich für ein Taugenichts. Also habe ich in der Hoffnung gekauft, dass sie dadurch eine höhere Meinung von mir hat. Es ist warm. Sieht so aus, als ob wir die Magna-Essenz von Kleine Flamme. Kleine Flamme! Agumon aufnehmen könnten. Willst du? Natürlich, klar. Ein bisschen Feuer in der Tasche kann nicht schaden. Es ist sehr schön, dass wir auf eine Karte aus Papier die Essenz von Feuer banden können. Und sie nicht kaputt geht. Die Schublade öffnet, fällt ein Zettel heraus. Quittung, ein Porträt, Kaufpreis. 10 Millionen! Das sind ja mehr als 9000. Um den alten Witz mal rauszulassen. Sein Küchengeschirr ist so blank geputzt, dass sich sein Gesicht darin spiegelt. Überall stehen auf niedlichen Ziergegenständen. Überall stehen niedliche Ziergegenstände. Auf allen steht für mein Schätzchen. Die Kommode ist voller akkurat gebügelter Damenwäsche. Das werde ich nichts sagen, aber ich glaube, der steht ganz schön unter der Fuchtel seiner Frau. Ich weiß noch nicht, wie ich drauf komme. Noch mehr Wolkenfische. Quick, quick! Quick! Genau, die habe ich schon. In der Nähe dieser Höhle liegt ein alter Mann namens Gwismen. Sagst du immer, du bist so, wie ich früher war. Allein mit Willen, nur will dir nur Honig um den Bart schmieren, damit du ihnen einen Gefallen tust. Sollst dich nicht darauf einlassen. Es sei denn, du weißt nichts Besseres, mit deiner Zeit anzufangen. Dann reden wir auf jeden Fall mit Gwismen. Hallo. Alter Mann mit Armen. Wie? Seit Lich Figur, diese fein gemeißelten Züge. Sie ist genauso wie ich in jüngeren Jahren. Nicht zu fassen, dass wir nicht miteinander verwandt sind. Sag mal, was hältst du davon, meinem alten Mann einen kleinen Gefallen zu tun? Das springt für mich dabei raus. Ja, wir wollen noch keine Zeit damit vergeuden, diesem Kerl zu helfen, stimmt's? Lass uns ihm helfen. Ich bin dafür. Ich bin voll dafür. Na gut. Vielleicht helfe ich dir. Dann sag schon, was du von mir willst. Willst du es also für mich machen? Danke.
Ich spüre, dass meine letzte Stunde bald schlägt. Wenn es soweit ist, möchte ich im Kreis meiner Kinder, meiner Enkelkinder sterben. Um es kurz zu machen, ich möchte, dass du die Mitglieder meiner Familie findest. Und mein letzter Wunsch wahr werden lässt. Deine Hilfe soll natürlich belohnt werden. Mal nachdenken, was könnte ich dir geben? Ich hab's! Sobald eine bestimmte Anzahl meiner Mitglieder zurückgekehrt ist, gebe ich dir als Belohnung für deine Bemühungen einige Magnus. Einige der Magnus, die ich besitze, sind ziemlich selten. Und ich habe auch einen echten Hasen. Oh, ich habe mich etwas zu sehr aufgeregt. Mein Blutdruck ist gestiegen. Lass mich einen Moment verschnaufen. Oh Mann. Ich kann sogar aufstehen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Oh Mann, tut das gut. Jetzt geht's mir besser. Hier, nimm das, ist mein Stammbaum. Du hast den Stammbaum erhalten. Moment mal. Lass mich meinen Namen in den Stammbaum eintragen. Quizman. 100 Jahre alt, männlich. So. Wahrscheinlich Quizmans Ehefrau. Ja. Und ihr seht, der Mann war fleißig. Oder beziehungsweise die Familie war fleißig. Es sind nicht allzu wenige. Okay. Also, ja. Ja, das... Es ist etwas seltsam, ich weiß, aber jedes Mitglied meiner Familie trägt ein Armband. Wer ein Armband trägt, ist vermutlich ein Mitglied meiner Familie. Da niemand anderes auf der Welt weiß, was ein Armband ist. Ich bin übrigens Wolfgang Petri. Und das ist die Hölle. Zeig ihm den Stammbaum und lass ihn seinen Namen eintragen. Den Anfang kannst du bei meiner Frau Tajmija machen. Sie steht da drüben in der Burka. Du musst dir nur den Stammbaum zeigen und sie bitten, ihn zu unterschreiben. Gut, du bist Tajmija? Ich habe euer Gespräch mitbekommen. Danke, dass du meinem Mann helfen willst. Gibst du mir den Stammbaum? Sieh nur, während ich meinen Namen eintrage. Dann verstehst du bestimmt, wie du ihn ab jetzt verwenden musst. Stammbaum. Das stimmt. Ich bin Tajmija. Ich trage jetzt meinen Namen ein. Zwei von 31. 55 Jahre. Wow, also... Quizman ist fünft und derzeitige Ehefrau. Sieht viel jünger aus, als sie tatsächlich ist. Das stimmt, sie sieht jetzt von dem Charaktermodell eher wie... so ein bisschen älter als Kellis aus. So, das war's. Nachdem ich dir gezeigt habe, wie es funktioniert, wird es für dich leichter sein. Aus den Stammbaum öffnen, kannst du sehen, wie viele Familienmitglieder sich schon eingetragen haben. Wenn du Schwierigkeiten hast, jemanden zu finden, mach dir keine Sorgen. Seine Eltern oder seine Geschwister geben dir eventuell hilfreiche Tipps. Es wäre schön zu sehen, wenn viele Familienmitglieder kämen. Ich kann es kaum erwarten. Bitte finde unsere Familienmitglieder. Mein Mann geht es nicht sehr gut. Hoffentlich brauchst du nicht zu lange. Gut. Ich wusste doch, dass die dort standen, was damit zu tun haben. Ja, also definitiv Holz. Das ist sehr schön. Also, alle Leute auf der kompletten Welt, die hier ein Armband besitzen, gehören zu dieser Familie. Und die müssen wir alle finden. Dafür gibt es aber, soweit ich weiß, wirklich gute Belohnungen. Ich hole mir jetzt noch schnell die Unterschriften von den beiden hier vorne, von denen ich weiß. Und danach werde ich den Part auch schon beenden. Ja, du willst so einen Vogel haben. Ich gebe dir aber erstmal... Opa ist krank? Verstehe. Er sah nicht sehr gesund aus. Ich soll meinen Namen auf dieses Papier schreiben, bevor ich zu Opa gehe, richtig? Wenn ich meinen Namen draufschreibe, dann heißt es, dass ich sofort zu Opa muss, nicht wahr? Okay. Der muss man erst, den Vogel bringen. Okay.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Vogel bei diesem jungen Mädchen hier wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Semni.